Jetzt müssen wir doch mal umgesehen. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang und kommt unser Entführer so in Garde der Gang. Kann ich ausklauen, okay. Ist unser und soll unser bleiben. Du hast 18 Gold dabei, die klaue ich mal. Jawohl, hat geklappt. So, Fräulein, ich habe 100 Gold. Geht einfach weiter, Schwabbel. Warum nicht? Hat er eben Schwabbelbacke gesagt. Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen kann. Ich wette 100 gestohlene Goldstücke dagegen. Nur mit den Fäusten. Keine Waffen, keine Magie. Und kein Geheule. Los geht's. Keine Magie. Pff, als ob ich magisch wäre. Was? Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Du hältst ja halt nichts aus, Fräulein. Du hast mir ja nicht mal an irgendwas abgezogen. Was bist du denn für eine Schlampe, hm? Du kannst ja nix. Wer hat euch denn das Kämpfen gelehrt? Ja, echt. Wer hat dir das Kämpfen gelehrt, Bitch? Geowned habe ich dich, geowned. Na, was sagst du jetzt, hm? Was sagst du jetzt? Ich bin Khajiit, ich bin der Meister in sowas. Na, das nenne ich mal einen Schlag. Da habt ihr mich aber erwischt. Ich denke, ich habe mir 100 Goldstücke verdient, Fräulein. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch. Wenn ihr mal eine Klinge an eurer Seite braucht, müsst ihr nur fragen. Würde mir gern ansehen, wie ihr mit ein paar Trollen fertig werdet. Klar, kannst gleich mitkommen. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Vergeuden wir keine Zeit. Super. Gehen wir. Ihr müsstet was für mich tun, ja, okay. Dann mal los. Ich denke, 7 Septime für Sigurd wäre eine gute Wahl. Besonders, wenn sie betrunken sind. Okay, jetzt habe ich den Bogen wieder ausgerüstet, jetzt gehen wir mal. Dann trage ich das vor. Schande ist das. Ja, jetzt habe ich auch schon eine Gefährtin. Hallo, Fralia. Alter, ihr habt keine Ahnung. Ich habe nichts getan. Ja, die Klappe, Carlotta, du wolltest was für mich. Noch warm aus dem Ofen. Michael wird euch übrigens nicht mehr belästigen. Ihr habt diesen Lautenspieler davon überzeugt, mir nicht mehr nachzustellen? Ja, mit meinen Krallen an seiner Kehle. Ich will ja den Göttern danken, aber werde mich damit begnügen, euch zu danken. Hier habt ihr ein paar Münzen für eure Hilfe. Na, super. 250 Gold hinzugefügt. Krasse Scheiße. Vergesst nicht, täglich frisches Gemüse zu essen. Ja. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Pff, was ist er denn für ein Spasti, ey? Ihr sucht meinen Gatten Nasem? Nein. Seht ihr am besten im Hinterteil des Lana. Okay. Weiß gar nicht, ob man das hört. Ich habe ja jetzt in der letzten Aufnahme war es ja irgendwie meine Stimme völlig übersteuert. Ich habe das jetzt ein bisschen runtergedreht. Mit Banditen werden gut zurecht. Ja. Ich soll jetzt hier... Ich muss ja dem Jahr noch einen Beistand ersuchen. So, also ich habe ja... War ein bisschen schlecht zu hören. Ich habe jetzt allerdings schon den Ingame-Sound. Den habe ich auf Anschlag. Ich kann auch nichts weiter drehen mehr. Also damit müsst ihr dann leben, wenn ihr es nicht hört. Sorry, ne, und so. Aber lauter kriege ich es einfach nicht. Und wer bist du? Fianna. In diesen Hallen hat niemand außer dem Jarl das Sagen. Vergesst das nicht. Oh Gott. Die ist ja gut gelaunt. Oh, jetzt kommt die, Alte. Du bist hässlich. Ich bin ein Khajiit, lass mich durch. Diese Unterbrechung. Jarl Balgruuf empfängt keine Besucher. Ja, ich empfange auch keine Besucher. Alvor hat mich geschickt. Flusswald ist in Gefahr. Als Huskarl befasse ich mich mit allen Gefahren, die dem Jarl oder seinen Leuten drohen. Ihr habt also meine Aufmerksamkeit. Nun erzählt. Ein Drache hat Helgen zerstört. Ihr wisst etwas über Helgen? Ja. Der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ach, jetzt auf einmal. Guten Tag, Mr. Balgruf. Also in Helgen. Ja. Habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, schon, ne? Der Drache hat Helgen zerstört und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davon flog. Iredet hatte recht. Was sagt ihr dazu, Proventus? Na, was sagst du, hä? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Sollen wir? Einen Drachen? Sollen wir? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr.
Echt? Ach, scheiß doch auf den Jarl von Falkenring. Ach, Quatsch. Halt die Fresse. Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Echt? Irilet, du schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, ab nach Flusswald. Bitte entschuldigt mich, ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Was? Das echt? Wäre wohl das Beste. Echt? Verpiss dich bloß. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ja, ihr ja. Habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Bitteschön. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Oh, etwa ich hätte da noch etwas für euch. Wir hätten die Rüstung. Eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Oh, ich hab solche Fähigkeiten. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Okay. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Okay. Und mit Drachengerüchten. Was? Wetten, die Rüstung ist jetzt besser als die ich geschmiedet habe und das war völlig nutzlos, was ich getan habe. Nein, sie ist schlechter, Gott sei Dank. Die kann ich für ein bisschen gutes Gold wieder verkaufen. Ich habe schon 450 Gold. Das gefällt mir. Ne, Utgard? Gefällt dir das auch? Du Retro 50 Jahre alte Schlampe. Ich gehe jetzt lieber zu Faringar. Guten Tag. Oh, Knochenmehl. Oh. Alchemie könnten wir auch gleich mal betreiben. Wenn wir schon hier sind, ne? Ja, ja, ja. Zutaten. Blaue Bergblume, blauer Schmetterling und Bärenklaue. Alles mal kombinieren. What the? Da habe ich ein ganz schön viel gefunden. Okay. Gleich drei Sachen in blaue Bergblume. Die können wir essen, dann haben wir alles davon gefunden. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Ah, und nebenbei quasseln sie noch. Okay, so, Gift in Hängemoos. In alle Einzelheiten ein. Ah ja. Konzentriertes Magika-Gift, okay. Na, komm her. Salz, rote Bergblume, Lavendel. Ach, das ist ja okay. Das war echt bescheuert. Spinnenei, Salz und Distelzweig vielleicht. Das funktioniert auch nicht. Okay, Distelzweig nicht. Rote Bergblume, Lavendel und Spinnenei. Alles klar. So, jetzt essen wir noch den Distelzweig. Hucharchemie beenden. Ja. Jetzt essen wir mal noch den Distelzweig. Und also, ihr könntet mir nützlich sein. Jetzt essen wir den Distelzweig. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Na denn. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet. Na toll. Vielleicht gar nicht dort ist. Oh, super. In Ordnung, wohin soll ich gehen und was soll ich holen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Ja, keine es hat Frage keinen Sinn, drum uns zu quatschen. Das gefällt mir. Ja, soll mir auch. Eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Mhm. Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Mhm. Ein Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Okay. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturzhügelgrabes. Na klar. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Da sollen wir auch die Drachenklaue besorgen, hier die olle goldene, ne? Okay. Ich gehe dann mal. Auf zum Ödsturzhügelgrab mit euch. Ja, das denke ich auch. Jetzt wollte ich aber erstmal die olle blaue Bergblume essen. Gesundheit wiederherstellen, den blaue Bergblume entdeckt. Damit habe ich die blaue Bergblume komplett entdeckt. Das ist schon mal sehr gut. Und den Distelzweig. Frostresistenz. Ah, okay. Kommst du noch mit? Ja, du folgst mir noch. Das ist gut. Das ist gut. Wenn ich schleiche, schleichst du dann auch. Ja, sehr schön. Okay, ich gehe dann mal aber erstmal in den Gemischtwarenladen und versuche meine Magika-Gifte zu verkaufen, weil Magika entziehen brauche ich jetzt nicht unbedingt als Gift, ne? Ist ein bisschen nutzlos. Vor allem 9 Punkte Magika entziehen bringt es jetzt nicht wirklich. Dann entziehe ich lieber gleich mit dem ersten Schuss nochmal ein bisschen mehr Leben. Denn wenn die Feinde tot sind, nützt ihnen auch das Magika nichts. Das ist meine Meinung dazu. Alfred, Kopf des großen Kampfgeborenen.
Was, Ulfric? Was? Was für ein bla 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 bla. Halt die Klappe. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Nein. So, hier sind mir zu viele arrogante Typen. Ich gehe mal hier. Kauft hier jemand Gemischtwarenladen? Okay. Bildetors Gemischtwarenladen. Mal reingucken. Vielleicht hat er ja auch was Interessantes für uns. Vor allem finde ich etwas, das ich dir verkaufen kann. Was habt ihr zu verkaufen? Also ich finde nicht, dass es Ramsch ist. Wobei, bei dir kann man ja nie sicher sein. Eisenpfeile, ja, hätte ich gerne. Nehme ich auch mal alle mit. Stahlpfeile hätte ich auch gerne, habe ich aber kein Geld für. Zaubertränke, was hast du noch so? Ausdauer, Magika, Heilung. Krankheitsheilung, brauche ich nicht. Okay, dann verkaufe ich dir mal meine Zaubertränke. Gift, Magika senken, brauche ich nicht. Magika-Regeneration. Senkt die Magika-Regeneration um 100%. Gesundheit wird erhöht. Was? Niemals. Das verkaufe ich dir wieder. Senkt die Magika-Regeneration für 22 Sekunden um 100%. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wenn man bedenkt, dass damit, wenn wir mal gegen den Magier kämpfen, dass wir ihn damit für 22 Sekunden eigentlich kampfunfähig machen können. Geringe Ausdauer, ja, könnte ich auch noch gebrauchen. Hast du noch sonstiges? Habe ich noch sonstiges? Irgendwas, irgendwelchen Schrott aufgesammelt? Eine Eisenbahn, ein Granatstein, ja. Okay. Soll erstmal reichen. Vielen Dank, Herr Bedetor. Ich gehe dann mal. Tschüss. Nö. So, Utgard. Dann lass uns mal ins Ölsturzhügelgrab laufen. Aber wir laufen dich natürlich nicht den kompletten Weg. Wir beamen uns einfach mal schnell nach Flusswald. Ja, Weltkarte, bla bla bla. Wir beamen uns einfach mal nach Flusswald. Das ist dichter dran. Okay, ja. Ein Zweihänder schwingt sich schneller als eine Streitaxt. Und eine Streitaxt schwingt sich schneller als ein Kriegshammer. Das heißt, ein Kriegshammer ist der lahmste. Merkwürdig wäre jetzt, wenn der jetzt noch gekommen wäre. Und ein Kriegshammer schwingt sich schneller als ein Zweihänder. Das wäre sehr komisch geworden, aber naja. Setze im Kampf Zaubertränke ein, die deine Magika oder Ausdauer wiederherstellen. Ich habe noch gar nicht zu Ende gelesen. Automatisches Speichern, okay. Utgard, da ist ja Utgard. Dann machen wir es mal auf den Weg. Evil Chicken. Nachts sind immer weniger Frames als am Tage, das ist merkwürdig, aber naja, gut. Noch ein Chicken. Chicken Wings. So, hier waren wir ja schon. Hier ist kein Problem. Was ist das? Das ist ein Stein. Khajiit haben doch Nachtsicht. Warum mache ich denn keine Nachtsicht? Oder ist das schon die Nachtsicht? Ich glaube, das ist schon die Nachtsicht. Weil es ist ja... Eigentlich ist es jetzt... Nee, es ist noch nicht. Ich warte mal noch eine Stunde. Ja, eine Stunde warten. Okay, ja, es ist eigentlich schon tiefste Nacht. Aber ich kann trotzdem gut gucken. Ist hier ein Drache oder was? Klingt gruselig. Okay, ich gehe dann mal weiter. Was war das? Geister. Geister. Flusswald, Ivarstadt, Helgen, Windhelm, Weißlauf. Okay, da geht's also hoch. Schleichen verbessert auf 27. Hey! Oh, wir können. Super! Das freut mich. Neue Stufe. Geht gleich mal. Googeln wir doch gleich mal. Ja, Stufenaufstieg. Okay. Möchte ich haben mehr Ausdauer. Wegen, wenn ich mal durchkämpfen muss. Wäre das nicht schlecht. Zauber brauche ich nicht. Schmiedekunst brauche ich... Ey, nicht so laut. Schmiedekunst brauche ich auch nicht. Einhändig auch nicht unbedingt. Schießkunst wäre nicht schlecht. Bögen bewirken 20% mehr Schaden. Hm, was ist das nächste? Ah, da kann ich gleich ranzoomen. Okay, dann muss ich noch 10 Level leveln. Aber ich bewirke mal gleich mal 20% mehr Damage.
Das nehme ich mal gleich. Was haben wir hier? Schleichen. Schleichen 27 Heimlichkeit, du bist 20% schwerer zu entdecken. Verursachen 6-fachen Schaden. Das Geräusch von Rüstung ist 50% leiser. Mhm. Schleichangriffe mit Bögen verursachen 3-fachen Schaden. Schleichangriffe mit Dolchen verursachen nun das 15-fache des normalen Schadens. Ja, ja, okay. So. Ich muss aber eine kurze Aufnahmepause machen. Wir sehen uns gleich wieder.